Mein Name ist Hase. Mein Name ist Hase, liebe Kinder. Ja, freilich. Hasen gibt es viele, werdet ihr jetzt sagen. Hast du nicht einen richtigen Namen? Habe ich. Ich heiße Tillmann Springauf. Es gibt übrigens gar nicht mehr so viele Hasen, wie ihr glaubt. Das liegt hauptsächlich daran, dass wir den Klee auf den Wiesen nicht mehr vertragen. Da sind Mittel drin, die uns schaden. Halt, da ist noch was. Die vielen Autos. Nicht viele Jäger, wie es immer hieß, sondern viele Autos sind des Hasen tot. Manche nennen mich Langohr. Das kann ich gelten lassen, denn ich habe sehr lange Ohren, die ich in die Luft recke, wie andere die Nasen in den Wind. Damit ich höre, ob Gefahr droht. Dann mache ich mich davon mit meinen Beinen, die auch sehr lang sind. Andere nennen mich Hasenfuß und wollen damit sagen, dass ich feige bin. Ich habe aber keine andere Waffe als meine langen Beine. Mit denen kann ich aber sogar boxen, wenn es sein muss. Eine Geschichte für später. Ich muss sagen, dass mir im Wald von den meisten anderen Tieren kaum eine Gefahr droht, weil ich es geschafft habe, nicht schon als Baby von einem Raubvogel gefressen worden zu sein. Viele von uns schaffen das nämlich nicht. Aber die Menschen? Naja, weil die Menschen halt unser Fleisch sehr schätzen. In ihrer Pfanne. Und in ihren Bäuchen. Deshalb jagen sie uns. Du meinst jetzt vielleicht, sie rennen uns nach und fangen uns. Würde ihnen schnell die Luft ausgehen, weil wir die schnellsten Renner auf der Welt sind. Außer dem Vogel Strauß vielleicht. Wie das mit der Jagd ist, will ich euch auch später erzählen. Wieder andere nennen mich Meister Lampe. Warum, weiß ich nicht. Und das ist auch dumm, denn eine Lampe leuchtet. Wenn ich aber leuchten würde, dann sähen mich meine Feinde draußen in Wald und Flur schon von weitem leuchten und hätten ein leichtes Spiel mit mir. Ich habe einen Vetter, der nicht im Wald wohnt wie ich. Aber darüber brauche ich jetzt nicht zu sprechen, denn er wird sich nachher gleich selber vorstellen. Wenn ich Zeit habe und er in seinem Garten rumhoppelt, besuche ich ihn. Dann reden wir über die neuesten Neuigkeiten. Ich von denen aus dem Wald, er von denen im Haus, in dem er wohnt. Ein bisschen was über ihn will ich euch aber schon verraten, weil er manches gerne weglässt und flunkert. Er glaubt nämlich manchmal, er ist was Besseres als ich, der Bauernhase aus Feld und Wald. Dabei hat der große Künstler Albrecht Dürer schon einen meiner Urahnen gemalt. Mein Vetter lebt in einem Haus wie ihr und ist ein Zierhase. Seine beste Freundin ist Jenny, der er auch ganz allein gehört. Ein Zierhase war nämlich ihr sehnlichster Geburtstagswunsch gewesen. Er lebt allerdings in einem Käfig und darum beneide ich ihn nicht, wenn er auch nicht selbst für seine Nahrung sorgen muss und nicht gejagt wird. Er heißt Theobald Mümmlich, weil er mümmelt. Mümmeln sagt man, wenn er seinen Mund spitzt und zusammen mit der Nase ganz schnell bewegt. Das geschieht meistens beim Essen, aber auch beim Schnuppern. Ja, also Theobald und ich wollen euch ein paar Geschichten erzählen. Ich von meinem aufreibenden Leben im Wald und auf den Feldern, Theo, so nenne ich ihn meistens, von sich und seiner Freundin Jenny. Mein Name ist Hase. Ich bin aber kein Hase, auch wenn Tillmann Springauf das glaubt. Nur weil ich ihm ähnlich sehe. Meine Ohren und Beine sind nämlich viel kürzer als seine. Und deshalb kann ich auch nicht sein Vetter sein. Also, ich heiße Theobald Mümmlich und bin ein Kaninchen. Das ist etwas anderes als ein Hase. Viele sagen auch Karnickel. Meine Vorfahren lebten draußen in freier Wildbahn. Und viele meiner Brüder und Schwestern tun das immer noch. Ihr Zuhause sind Höhlen mit langen unterirdischen Gängen. Sie haben sogar eine Klohöhle, damit alles schön sauber bleibt in der Wohnhöhle. Ich selbst wohne schon immer in einem Haus. Bei Jenny, meiner Freundin. Wir gehören praktisch zusammen. Ich bin also sozusagen ein Menschenhase. Pardon, ein Menschenkaninchen. Übrigens, einen meiner Vorfahren, meinen ich weiß gar nicht mehr, wie viel mal Urgroßvater hat der berühmte Künstler Albrecht Dürer gezeichnet?
Tillmann behauptet, das sei sein Urahn gewesen. Darüber will ich nicht streiten. Ich mag Tillmann schon sehr gerne, aber oft gibt er halt ein bisschen an. Weil er so sein möchte wie ich. Tillmann ist nämlich kein Menschenhase, sondern ein ganz normaler Feld- und Waldhase. Trotzdem kommen wir gut miteinander aus, im Großen und Ganzen. Er hat es ja nicht leicht da draußen, immer Wind und Wetter ausgesetzt, immer auf der Flucht. Brr, das möchte ich nicht. Wenn er mich besuchen kommt, draußen am Gartenzaun, erzählt er mir Geschichten, dass mir manchmal das Grausen kommt. Da habe ich es viel schöner, brauche mich nicht um Essen und Trinken zu kümmern, denn ich kriege die schönsten Karotten und Salate aus dem Supermarkt. Geputzt und garniert von Jenny und direkt in meinen Napf serviert. Der Napf steht in meinem eigenen Häuschen. Das ist ein Haus im Hause. Viele nennen es zwar einen Käfig, aber der ist die meiste Zeit offen. Tagsüber darf ich frei im Haus umherlaufen. Sogar treppauf, treppab, bei schönem Wetter auch im Garten. Dort am Zaun warte ich dann auf Tillmann Springbein, wenn er Zeit hat und nicht gejagt wird oder sich von den vielen Autos in Sicherheit bringen muss. Nachts soll ich in den Käfig, weil Jennys Mutter das so will. Jenny aber holt mich heimlich in ihr warmes Bett, wenn sie traurig ist und mit niemandem sprechen will, außer mit mir. Dann erzählt sie mir ihren Kummer. Ich mümmle dazu und schnuppere an ihrem Hals. Dann kann sie gut einschlafen und ich hopple von selbst wieder in meinen Käfig zurück, damit Jennys Mutter nichts davon bemerkt. Jenny kämmt und bürstet auch jeden Tag mein Fell, damit es schön glänzt und kein Schmutz aus dem Garten darin hängen bleibt. Einmal aber wollte sie mich sogar baden. Hoppla, jetzt hätte ich beinahe schon eine Geschichte verraten. Davon also später. Tschüss einstweilen.